Gestern wurde das neue kostenlose Update für Jurassic World Evolution 2 angekündigt, welches passend zum 30. Geburtstag von Jurassic Park erscheinen wird. Das Ganze kommt schon morgen raus, am 8.6., also ist nicht mehr lange. Aber es wurden nochmal weitere Screenshots gezeigt von dem Update, wo wir auch sehen können, was alles neu ist. Und genau auf diese möchte ich in diesem Video eingehen. Deswegen bringen wir mal zum ersten neuen Screenshot. Also das hier ist einfach ein Screenshot, den wir so schon kannten. Den haben wir im gestrigen Video gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne an. Aber das hier ist der erste neue Screenshot. Dort sehen wir vier Gallimimus, die um diesen Baumstamm herumstehen, der ein neues Deko-Objekt ist, was man platzieren kann. Und die werden gejagt von einem T-Rex. Sieht tatsächlich hier so ein bisschen so aus, als wenn die mit diesem Baumstamm interagieren würden. Wäre halt cool, ne? Wenn die dann wirklich gejagt werden und dann dort rüber flüchten, so ein bisschen rüberspringen. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das sieht eher so aus, als wenn das hier für den Screenshot so alles inszeniert wurde, sag ich mal. Mit irgendwelchen Entwickler-Tools. Ja, wäre aber trotzdem mal noch ganz cool, ne? Wenn es halt noch ein paar mehr Objekte geben würde, womit die Dinosaurier halt interagieren. Gibt es ja zum Beispiel bei Planet Zoo auch irgendwelche Spielzeuge oder so, wo dann die Tiger mit einem Ball spielen oder sowas. Sowas wäre vielleicht für Jurassic World Evolution 2 auch noch eine ganz nette Sache. Gehen wir aber mal direkt zum nächsten. Da haben wir nämlich nochmal diesen Felsen hier. Den hatten wir auch schon gesehen. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein Dekoschild mit Jurassic Park drauf. So schön in den Felsen graviert. Ein paar Blumen davor. Und im Hintergrund sehen wir dann auch nochmal diese große Wand aus dem Film. Und auch die neuen Stühle und Tische. Und sogar auch die neuen Wege. Aber ansonsten gibt es hier nicht viel mehr zu sehen, als was wir gestern schon gesehen haben. Deswegen springen wir jetzt auch direkt weiter zum nächsten Screenshot. Da haben wir nochmal diesen Banner, wo man durchlaufen kann. Haben wir auch schon gesehen. Deswegen halten wir uns hier auch nicht lange auf. Aber ich finde ihn ziemlich cool. Der scheint auch sehr breit zu sein. Also ist, glaube ich, ein sehr breiter Weg hier unten runter. Und ja, hier ist sogar noch ein bisschen Platz links und rechts. Leider kann man nicht sehen, ob das hier leuchtete Banner sind, hier an der Seite, diese Dinger. Also das weiß ich leider noch nicht. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus. Ich glaube, das sind einfach nur Flaggen. Aber jetzt wird es nochmal interessant, denn wir haben noch einen vierten Screenshot und der zeigt uns richtig viele neue Sachen. Das ist dieser hier. Also da wird man auch erstmal erschlagen mit neuen Informationen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen auf das ein, was wir schon gesehen hatten, weil hier kann man einige Dinge nochmal ein bisschen genauer erkennen. Da haben wir als allererstes natürlich die Wege. Die könnt ihr hier nochmal von oben sehen. Da scheinen zwei neue Wegarten zu sein, diese beiden. Einmal so ein ja, brauner Weg und das ist hier so ein grauer Weg. Und ich glaube, der hat auch so ein Muster hier. Also hier sind so teilweise dann, glaube ich, so Jurassic Park Logos oder so zu sehen. Dann gibt es natürlich nochmal hier diesen Fels. Den hatten wir ja auch schon gesehen. Dann gibt es die Banner, die hatten wir auch schon gesehen. Dann haben wir das Ding hier natürlich, das große. Wird jetzt hier das Mega-Gekritzel. Das kennt man natürlich auch schon. Ich mache das nochmal eben weg hier. Dann haben wir diese Wand, diese dekorative Wand. Dann haben wir natürlich hier die Tische und Stühle. Dann haben wir den Bunker hier hinten. Den hatten wir so auch schon gesehen. Der scheint übrigens wirklich ein Deko-Objekt zu sein. Also der ist hier nicht mit dem Weg oder so verbunden. Ne, ich glaube, der ist echt nicht mit dem Weg verbunden. Vielleicht hier hinter, aber eigentlich ist der Eingang ja hier vorne auf der Vorderseite. Deswegen macht das eigentlich nicht viel Sinn. Also gehe ich davon aus, es ist nur ein platzierbares Deko-Objekt und kein Gebäude, was funktioniert. Außerdem haben wir hier das neue Tor mit den Zäunen. Und das scheinen wirklich neue Zäune zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also so habe ich das jetzt zumindest interpretiert. Ich dachte halt erst, das wären einfach die Zäune, die wir schon hatten, mit ein bisschen diesen... Hier, man hat ja, wenn man so Zäune unterbricht, solche Zwischenstreben. Und so sah das halt ein bisschen aus. Aber das ist wirklich ein neuer Zaun. Also wenn ihr mal hier guckt, der sieht schon dann doch anders aus als den, den wir hatten. Aber ist sehr, sehr ähnlich. Dann haben wir natürlich die neuen Stromdinger, die sehen wir hier. Hatten wir auch schon gesehen. Und den Baumstamm, den sehen wir hier. Das sind da alles die Sachen, die wir eigentlich schon gesehen hatten. Jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt kommen nämlich die Sachen, die wir noch nicht gesehen hatten.
Da haben wir als allererstes diese tolle T-Rex-Statue. Die steht auf einem Felsen und kann als Deko platziert werden. Kennt man auch aus dem Film, das war der T-Rex, der in dem Hauptgebäude unter diesem Banner stand. Und passend dazu haben wir hier auch noch eine Alamosaurus-Statue. Die konnte man auch im Film sehen, die stand direkt daneben. Außerdem ist das Gebäude hier auch neu. Das ist nämlich der Wartungsbunker aus dem Film. Ich kann noch mal ein bisschen ranzoomen. Und dann kann ich euch mal ein Bild aus dem Film einblenden. Das ist der, wo die reinrennen, um den Strom wieder anzuschalten im Film. Wo dann die Raptoren auf dem Weg lauern. Der scheint aber auch wieder nur Deko zu sein, genau wie der Bunker daneben. Der ist ja hier zu sehen, der Bunker. Genau. Diese beiden sind halt nicht mit dem Weg verbunden, wie ich schon gerade gesagt habe. Also das scheinen keine funktionierenden Gebäude zu sein, sondern einfach nur platzierbare Deko-Gebäude. Außerdem sehen wir hier im Hintergrund im Gehege noch ein Deko-Objekt. So ein bisschen getarnt als Felsen, aber ich glaube, man sieht ganz gut an der Form. Das ist der große Kackhaufen aus dem Film. Der Dinosaurier-Kackhaufen. Den kennt man ja auch ganz gut. Und hier zoome ich jetzt auch nochmal rein. Denn hier ist auch noch ein neues Deko-Objekt. Das kann man ganz schlecht nur erkennen. Das ist nämlich hier. Wisst ihr, wer das ist? Das ist Mr. DNA. Oder ich glaube, im Deutschen heißt er, glaube ich, Mr. DNS. Kennt man natürlich auch aus dem Film. Und was mir noch aufgefallen ist, hier vorne stehen auch noch neue Deko-Objekte. Nämlich gibt es jetzt einen geschlossenen Schirm, den man so platzieren kann, und einen offenen Schirm. Ich hoffe, die haben dann nicht so große Hitboxen, dass man die auch schön nah irgendwo ran platzieren kann. Das wäre sonst sehr, sehr ärgerlich. Wäre halt cool, wenn man das kombinieren kann mit diesen neuen Tischen und Stühlen. Und das war's jetzt an neuen Objekten, die ich hier auf dem Screenshot finden konnte. Falls ich was übersehen haben sollte oder sowas, schreibt das gerne in die Kommentare, weil hier gibt's echt viel zu sehen. Eine Sache kann ich euch noch eben zeigen, denn diesen Wartungsbunker, den konnten wir nämlich auf einem anderen Screenshot auch schon sehen. Hier vorne im Hintergrund. Kann man leider jetzt auch nicht so viel erkennen, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Hatte ich nämlich gestern nicht bemerkt, dass das ein neues Gebäude ist. Aber ich gehe jetzt nochmal hierhin zurück, denn dieser Screenshot ist wirklich schön und ich freue mich sehr auf das Update. Ist ja auch schon morgen soweit, also morgen werde ich euch das Update dann auch ausführlich in-game vorstellen. Ich finde es halt richtig cool, dass es kostenlos ist für alle Spieler und dass wir sozusagen dieses kleine Geschenk zum 30. Geburtstag von Jurassic Park bekommen. Ich gehe jetzt nochmal zurück hier zu dem Screenshot, den finde ich mich auch super schön. Und ich würde mich sehr über ein Like freuen, wenn euch das Video gut informiert haben sollte. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.